Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ich habe ein bisschen jetzt 2-3 Stunden vorne gezockt, ein bisschen gestreamt. Und jetzt gegen 18 Uhr kriegt man natürlich Hunger, man will sich was zu essen machen. Die Kamera mache ich mal ein bisschen sauber, ein bisschen verschmiert. Und ich habe mir eine leckere, was ist das? Paprika-Salami-Pizza gemacht. Mit lecker 2-3 Scheiben Kochsching, ein bisschen Käse. Habe ich in kleinen Würfeln, Schabletten geschnitten, also. Und ja, jetzt schmeiße ich das gleich in den Backofen. Für eine Viertelstunde ungefähr, 20 Minuten. Und ja, die Reste kommen wieder in den Kühlschrank. So, und ich hatte jetzt hier, wie letztens, wo ich einkaufen war, irgendwie im Angebot, schon mal Salami, Karten rausschicken, Kochschirm mit gebratenes eingefroren gewesen. Bin aufgetaut. Taut jetzt auf langsam. Jetzt habe ich hier auch noch 2 Soßen. Hatte mir mal so diese Fertigpizza geholt. Hier steht drauf 30.09. Und auf dem anderen Glas, das habe ich glaube ich frisch geholt, das steht auch 30.09. 2026 sogar, also noch ewig haltbar, wie man das sieht. Also es gibt kein altes Glas oder neues Glas, ich habe einfach aufs Datum geguckt und die Soßen sind beide gleich lange haltbar. Und ich habe mir jetzt zum Beispiel, wenn ihr euch wundert, warum jetzt da nur so eine Hälfte der Pizza ist, also mir reicht das mal, ich habe den anderen Teil einfach hier so durchgeschnitten. Das friere ich mir einfach so ein und wenn ich das nächste Mal irgendwie Lust habe auf eine leckere, frische Pizza, also ich hätte mir auch ein ganzes Blech machen können, aber für allein ist das ein bisschen viel. Und so mache ich lieber zweimal und habe dann immer frische Pizza, anstatt die in der Heißluftfritteuse hier irgendwie heiß zu machen oder in der Mikrowelle warm zu machen. Teile ich mir ein, wenn ich mal Lust habe, friere ich mir das morgens aus oder abends. Ich habe hier auch noch nächstes Mal, gibt es glaube ich eine leckere Zuchu-Wurst. Zu Wurst, Pizza mit Käse und so. Und Fisch habe ich auch noch. Mal gucken. Ja. Bei Ketchup üblich ist da. Das schmeiße ich jetzt hier. Mein Backofen, den ich immer noch nicht sauber gemacht habe. Backofen, Reiniger, steht immer noch da. Immer noch. Und lege meine Pfannen raus. Muss ich vielleicht noch eine Viertelstunde ungefähr. Und dann geht's lecker ab. Pizza. Also das muss ich nur, das kann man eigentlich so wegkratzen eigentlich oder sauber machen, aber ich hab da, denk da aber nicht dran. Für sowas bräuchte man eine Frau manchmal. Okay. Ja, lecker Pizza. Viertelstunde und dann habe ich lecker. Dann habe ich lecker was für essen. Backofen 200 Grad, Viertelstunde. Backofen geht an. Ja, Backofen geht bestimmt gleich alles an. Geht gleich an. Ja, ansonsten nehme ich die Heißluftfritteuse, muss ich mal gucken gleich. Ja, dann gleich essen, Pizza, Yum Yum. Ja, kurzen Schreck. Backofen brummt vor sich hin. Betrieb läuft, 200 Grad. Ganz kurz erschrocken, aber läuft. Lecker Pizza, yum yum yum. Ja, also Pizza war ungefähr 4 Stunden 20 Minuten drin. Wollen wir natürlich gucken, was der Pizza sagt. Ja, mein Google-Wecker. Das sieht auch richtig cool aus. Backofenluft natürlich auch. Jetzt bimmelt natürlich hier mein Xiaomi Smart Wecker, also meine Google fürs Wohnzimmer. Und ja, das schneide ich mir jetzt zurecht in kleine Stücken. Und dann lasse ich mir das schmecken. Sieht richtig gut aus, habe ich richtig Bock drauf. Ja, dann lasst es euch schmecken.
Ja, eben schnell, zack, zack, über die Katze mit der Schere hier. Eben schnell in kleine Stücke geschnitten. Ich nehme mir hier ein paar Stücken mit. Also, das esse ich auf jeden Fall heute noch, glaube ich. Und, ja, so kann man sich das doch schmecken lassen. Sehr gut, wir haben hier am Essen. Und ja, das war's erstmal. Ja, also, kurz, ich schneide ein paar Videos mal zusammen, ein bisschen kurz. Lecker Pizza, Fernseh läuft Disney Plus. Also läuft nicht, mache ich jetzt an. Lecker Pizza und schönen Donnerstag noch. Film gucken noch. Alles für Fortnite. Spaß, Quatsch. Ich hole mir nur die V-Bucks-Punkte wieder. 950 Stück und dann gucke ich mal weiter.